Hey Leute, hier ist wieder euer Spoderman. Und ich dachte mir, wow, oh holy shit, hat das geleckt. Heute spielen wir mal wieder Skywars, aber nicht irgendein Skywars, sondern wir spielen mit einem ganz besonderen neuen Texture Pack. Nämlich haben wir das neue tolle PvP for All Texture Pack von Fred Yoda. Ja, Freakyo hat auch eins gemacht, aber ich zeige euch erstmal das von Fred. Das von Fred ist nämlich irre witzig. Ich habe jetzt das Schneemann-Kit genommen und jetzt habe ich Schneebälle. Und das sind solche PvP4All-Logos. Ist das nicht wundervoll? Ich finde es wundervoll. Aber das Beste habt ihr noch gar nicht gesehen. So Leute, jetzt kommt das Beste von allen. Ich habe nämlich Eier gerade in der Truhe gefunden. Und jetzt... Oh, ich treffe ihn nicht mal. Los Uli, mach die Uli-Power. So, die Uga-Power ist wieder an. Uli! Oh, er wirft mit PvP for all. Das ist so geil. Uli! Uli! Oh! Ja! Erstmal ein bisschen frisches PvP for all. Und komm, PvP for all! PvP for all! Fick ihn! Ja! Okay, Leute, nicer, dicer, diese Runde beginnt ja schon mal richtig gut. Oh Gott. Was ist denn heute los? Oder ist einer? Ich hab noch einen Uli. Oh mein Gott! Habt ihr es gesehen? Der hat einfach alles weggesprengt. Ich habe mich da unten noch abgefangen. What the fuck? Ich dachte echt für einen Moment, die Runde ist aus. Was will denn dieser Spast? Oh, er wirft mit PvP vor. Oh, er rennt weg. Warum rennt er weg? Hat er die Mitte genug gelootet oder was? Oh ja. Ja, die hat er echt gut gelootet, muss ich schon sagen. Oh! Okay, den haben wir unten. PvP for all hat uns geholfen. PvP for all. Nice. Ja, komm. Was? Nein. Er steht da doch perfekt. Ja. Oh mein Gott, ich dachte schon. Oh, mein Schneemann lebt auch noch. Lol. Der schießt auch mit PvP for all. Da ist er. Jetzt. Uli. Pff. Oh, der Schneemann. LOL, er wirft mit PvP Fall. Oh, er wirft auch mit PvP Fall. Was kann ich denn Schönes machen? Skeleton. Oh, er hat Enderpelt. Ja. PvP Fall. Oh, schade. PvP Fall. Komm, PvP Fall. Ordentlich. PvP Fall. Friss. Friss PvP Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott, friss PvP Fall. Junge, friss doch jetzt PvP Fall. Oh mein Gott, ja. Ja. Oh mein Gott. GG. GG. Holy shit, PvP for all siegt. So, jetzt haben wir mal das von Freakyoy auch mal drin. Das ist auch ganz nett und wir gehen gleich in die nächste Runde, würde ich sagen. Diesmal sind wir mal im Insane-Modus. So, Leute, heute ist übrigens schon Sonntag und ich nehme jetzt gerade erst auf, weil ich die ganze Woche lang irgendwie nichts gemacht habe, so wirklich.
Zumindest nichts in Sachen YouTube. Oh, komm, stirb. Oh, es laggt. Ja, der ist unten. Oh, fuck, es laggt. Alter, oh Gott. Gerade noch bekommen. Puh. Da baut sich rüber. Komm, stirb mal. Oh, ohne Witz, ne? Musste er sich jetzt erst wieder verpussen. Ein einziger Schuss hätte gelangt. Oh, ohne Witz. Oh Gott, du. Ja! Na. Boah, von wo schießen die denn? Boah, insane ist einfach so insane nochmal. Ja, flieg runter. Gut gemacht. Oh, da. Mei, jetzt komm her. Ja! Easily. GG. Lel. Eine letzte Runde hängen wir noch an. Dann müsste die Aufnahme eigentlich auch lang genug gehen. Da bauen wir uns zu dem auch rüber. Auf jeden Fall kam in letzter Zeit ja nicht so viel an Video, sprich immer nur eins pro Woche. Eine Zeit lang habe ich es ja geschafft, immer zwei pro Woche zu bringen. Ah, komm her! Ja. Das liegt daran, dass ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit habe, beziehungsweise habe ich einfach viel zu tun. Einmal war ja das mit Windows 10, das war ja echt kacke. Da muss ich jetzt noch meinen Desktop wieder aufräumen, weil ein paar Dateien sind, die sowieso nur mit Windows 10 abspielbar sind. Guck mal, der will jetzt irgendwie Eier werfen oder Lava platzieren oder... Oh, was machen der da? Auf jeden Fall muss ich da noch ein bisschen aufräumen. Außerdem, ihr kennt ja den Pokémon Go Hype. Oh, was macht denn der jetzt? Ja, flieg runter, komm. Ne, der ist schlecht gewesen, sogar richtig schlecht. Genau, ich möchte halt auch Pokémon Go zocken. Dafür geht man natürlich raus und geht darum. Dann kann man natürlich nicht drin irgendwie Videos aufnehmen. Ich könnte ja mal ein Pokémon Go Let's Play machen. Das wäre es doch, Leute. Muss ich mal schauen, hole ich mir eine Vlog-Kamera. Und dann gehen wir mal Pokémon fangen. So, wir sind voll mit Protection. Da unten ist auch schon einer, der schon wieder voll ist. Alter, der ist gut. Der ist sogar richtig gut, was soll denn der Fuck? Wo ist der da? Da oben ist er. Komm nur her. Ja, komm her. Ah, kriegen wir den? Nee. Nee, das wird nichts. Ja! Ja! So, okay, den haben wir bekommen. Das war sogar ein richtig guter Spieler, dass ich den gezogen habe. Aber er war viel zu greedy. Das ist immer das Problem. Wenn man gut ist, dann weiß man auch, dass man gut ist. Und dann wird man sehr, sehr schnell sehr, sehr greedy. Das heißt, man will da unbedingt diese verfickten einen Kill haben und macht da so richtig dumme Aktionen. Das kennt selbst ich auch. Okay, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der allerbeste Spieler. Der war, glaube ich, echt viel besser als ich. Aber trotzdem, ich kenne das genauso, weil normalerweise erstmal gewohnt gegen Noobs zu spielen. Noob hätte da nie sich umgedreht und den Block platziert, so wie ich. Der wäre nicht mal zur Insel geflohen, der wäre einfach im Kampf instant gedeadet. So, zum Grande Finale nochmal ein Dia-Schwert gebastelt. Und Enchant mit 7 Leveln, Sharpness und Knockback, geil. Ah, ich habe ja einen Kompass jetzt. So, jetzt schauen wir mal, da hinten soll er sein. Oh, nochmal Chest Refill. Jetzt kommt hier gleich der Doom. So, wir holen uns hier mal die Enderperlen. Werfen uns daran. Guck mal, wie er sein TNT zünden will. Süß. GG. Ja, auf jeden Fall deshalb sorry, dass nicht so viel kam. Ich habe nur nicht so viel vor und zu tun.
will auch ein bisschen Serien schauen, will auch ein bisschen Pokémon Go zocken, will dies und das machen, macht das auch. Aber am Ende kommt dann weniger für YouTube herum, was mich selbst auch so ein bisschen ärgert dann natürlich. Wenn ich ein Video machen will, dann will ich auch nicht einfach so wie die ganzen anderen Let's Player einfach drauf loszocken, kurz Musik in den Hintergrund, fertig. Ich will irgendwas mit meinen Videos auch bewirken in Richtung Humor und Unterhaltung. Ich will irgendwie euch auch unterhalten, sonst macht das ja keinen Fun. Und keine Ahnung, ja, deshalb, ich bin da in letzter Zeit so ein bisschen unkreativ. Muss erstmal wieder Kreativität tanken. Also ja, das war's soweit von mir. Hoppala, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Hier, guck mal, hier ist mein kleiner HP08-Roboter. Ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like da und tschüss.